Hallo, herzlich willkommen zu meiner Montagslage. Heute Morgen wieder früh unterwegs durch das ganze Land Rheinland-Pfalz. Gerade bin ich unterwegs nach Alzey und nach Kirchheim-Bolanden, denn dort werde ich heute die dortigen Gesundheitsämter besuchen. Und zwar, um einfach mal Dankeschön zu sagen. Dankeschön an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihr über- und außerdurchschnittliches Engagement. Ja, danach führt mich mein Weg aber wieder zurück nach Mainz, denn in dieser Woche steht das Landtagsplenum auf der Tagesordnung. 2 Tage lang Plenarsitzung, natürlich wegen Abstand wieder in der Rheingoldhalle. Und auch dort wird das Thema Corona sicherlich wieder auf der Tagesordnung mit dabei sein. Aber auch viele andere spannende Punkte erwarten uns. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr wieder den Livestream mitverfolgt. Am Mittwoch ab 14 Uhr und am Donnerstag ab 9.30 Uhr. Ja, und dann hätte ich da noch eine Frage an euch. Habt ihr sie auch schon installiert, die Corona-Warn-App? Es ist wirklich eine wunderbare Art und Weise, um bessere Kontaktpersonen nach Verfolgung gewähren und garantieren zu können. Und umso mehr Menschen mitmachen bei dieser Corona-Warn-App, umso eher kann es uns gelingen, die Infektionsketten frühzeitig zu durchbrechen. Die Corona-Warn-App basiert natürlich auf Freiwilligkeit, aber mir ist es einfach ganz wichtig, euch auch zu sagen, dass die höchsten Datenschutzanforderungen bei der Corona-Warn-App wirklich beachtet wurden und dass die Corona-Warn-App, wenn viele, viele sie nutzen, uns wirklich auch allen gemeinsam einen Nutzen bringt. Also, seid dabei, schaut sie euch an und ich würde mich freuen, wenn auch ihr sie installiert. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall eine erfolgreiche Woche. Haltet Abstand, passt auf euch auf und wir sehen uns nächsten Montag wieder. Bis dann!